Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat April. Meine lieben Skorpione, ihr könnt euch ergänzend zu diesem Video noch euren Aszendenten, Mondzeichen, Venuszeichen anschauen. Ich werde es diesen Monat mal anders machen für diejenigen, die schon länger dabei sind. Wissen das, da werde ich jetzt mal diesen Monat etwas anders machen. Für all diejenigen, die neu sind, herzlich willkommen. Also ich werde jetzt folgende Sachen klären. Und zwar werde ich mir anschauen, was ist das Hauptthema diesen Monat? Wovon kannst du dich jetzt so langsam verabschieden? Was wird immer wichtiger? Was passiert Unerwartetes für dich diesen Monat? Und wohin bringen dich die Ereignisse in diesem Monat? Das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Und dann legen wir direkt mal los. Für die Skorpione im Monat April. Was haben wir hier? Was geschieht für die Skorpione im Monat April? Für die Skorpione im Monat April. So, da haben wir das Hauptthema. Das wird weniger, das wird wichtiger. Das passiert, leben zusammen, das passiert Unerwartetes. Und dahin führt dich das Ganze. Dann wollen wir doch direkt mal schauen, was denn das Thema in diesem Monat für euch ist. Die 10 der Stäbe, das hatten wir auch schon bei den Löwen, meine Lieben. Also hier gibt es Herausforderungen, Schwierigkeiten. Wir haben hier einiges, was es zu stemmen gibt. Es kann auch sehr gut sein, dass du die Herausforderung suchst. Also, dass du gezielt vielleicht sehr, sehr viel in Angriff nimmst diesen Monat. Dass du versuchst, sehr vielen Dingen gleichzeitig gerecht zu werden. Es könnte auch gut sein, dass generell gerade einfach ein sehr produktiver Monat ist. Also, dass sehr, sehr viel zu tun ist. Viel auf der Arbeit, viel auch im Privatleben. Also die Dinge können sich auch tatsächlich etwas überschlagen. Es ist allgemein turbulent und ganz, ganz viel los oder viel da. Es kann auch sein, dass du einfach gerade gestresst bist, dass du dich überfordert fühlst. Also bitte Achtung, achte auf deine Energiereserven. Es kann auch sehr gut sein, dass eine ganz bestimmte Situation dich stresst. Dass du mit einer ganz bestimmten Situation, mit einem ganz bestimmten Thema gerade etwas überfordert bist und dich damit schwer tust. Wovon darfst du dich denn jetzt so langsam verabschieden? Was darf weniger werden? Das ist der Gehängte. Also Stillstand ist Ende. Hier ist definitiv jetzt eine Hochphase zu sehen. Also du wirst sehr, sehr viel zu tun haben. Wenn du die letzten Monate eher in so einem Stillstand warst, wo es darum ging, noch auszuharren, abzuwarten, die Situation vielleicht auch einfach laufen zu lassen, dann ist damit jetzt Ende angesagt. Also, meine lieben Skorpione, auf jeden Fall wird jetzt einiges passieren. Es wird nicht langweilig. Also, du darfst dich so langsam aus dem Stillstand befreien. Gerade wenn es auch um eine ganz bestimmte Angelegenheit geht, die im Stillstand war, wo du vielleicht ausgeharrt hast und nicht so richtig gesehen hast, wohin führt das Ganze, wohin geht es jetzt, dann wird diese Situation so langsam beendet. Du wirst dich aus dieser Situation herausbewegen und die Dinge werden jetzt vielleicht sogar alle auf einmal kommen, ja. Wenn der Winter jetzt eher ruhig war und entspannt, vielleicht sogar langweilig, dann werden die Dinge jetzt alle auf einmal kommen. Was wird denn hier stärker oder was wird hier immer wichtiger? Die Herrscherin, Wachstum wird hier immer wichtiger, Weiterentwicklung. Die Herrscherin zeigt Wachstum und Fruchtbarkeit an. Eine Sache könnte auch hier die nötige Zeit brauchen, um Früchte zu tragen. Ich glaube, das könnte gerade auch ein bisschen schwierig sein. In der Natur braucht alles seine Zeit. Ja, also wir können nicht einfach jetzt im Frühling sagen, oh, wir haben jetzt Frühlingsanfang, ich will jetzt sofort alle Blumen haben. Die müssen auch erstmal so langsam sich raustrauen, die Knospen müssen rauskommen, die müssen aufgehen, ja, die müssen aufblühen. Wir können nicht einfach sagen, ich will das jetzt sofort haben.
alles hat sein göttliches Timing in der Natur und genauso ist es auch bei dir. Du bist auch ein Teil der Natur und du unterstehst auch diesen göttlichen Gesetzen und Dinge brauchen einfach seine Zeit. Du kannst nicht einfach sagen, ich will das aber jetzt sofort haben, ich will sofort den Job, ich will sofort die Million, ich will sofort den Partner, die Partnerin. Das funktioniert nicht. Genauso wie ein Kind, das in dir heranwächst, braucht es seine 9 Monate. Du kannst es nicht sofort haben. Alles untersteht einem Gesetz in der Natur. Und das sehe ich hier. Also die Dinge werden Zeit brauchen. Die Dinge werden hier heranreifen müssen. Es kann sehr gut sein, dass du hier in deine Herrscherinnenkraft kommen sollst oder wirst, wie auch immer. Also in deine göttliche Weiblichkeit. Egal ob Mann oder Frau, in die weibliche Kraft hier kommen. In das Empfangen, das Wachstum, das Nährende, das Gebende. Es kann sogar sein, dass hier jemand mit dem Thema Fruchtbarkeit oder Schwangerschaft zu tun hat. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, was hier eine Rolle spielt. Hier kann es um ein Projekt gehen, was Früchte tragen soll, was heranwachsen soll. Vielleicht tust du dich gerade damit schwer. Ne? Vielleicht ist da gerade ganz viel auf einmal und du kannst dich nicht ganz auf eine Sache konzentrieren, weil alles gerade so deine Aufmerksamkeit bedarf. Sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Kontext. Und das könnte gerade einfach ein bisschen schwierig sein. So, entschuldigt, ich musste kurz mal einen Schluck trinken. Also genau das sehe ich hier, dass man vielleicht gerade damit überfordert ist, dass man den Dingen einfach Zeit geben muss, dass sie heranwachsen, dass sie sich entwickeln und so weiter und so fort, dass es nicht so schnell geht. Schauen wir mal, was denn hier Unerwartetes auf dich zukommt. Der Ritter der Münzen, das ist genau das. Der Ritter der Münzen, das ist der geduldigste von allen. Ja, der Ritter der Münzen sagt, hey, wir wollen, dass hier der Acker bepflanzt wird, ja, dass hier auch dann etwas wachsen soll den Sommer über und dann in Richtung Herbst, dass wir dann so langsam mal ernten können. Das ist genau das, ja. Der weiß um diese Gesetze. Der weiß, dass die Dinge Zeit brauchen und hier will etwas heranreifen. Also stress dich bitte nicht, nimm dir hier nicht sofort so viel auf einmal vor. Damit tust du dir selber nichts Gutes. Also die Dinge werden hier sein, die Zeit brauchen. Und vielleicht rechnest du nicht damit, weil hier haben wir das, was unerwartet ist. Und das Unerwartete ist hier vielleicht die Zeit, dass die Dinge einfach mal mehr Zeit brauchen. Dass vielleicht eine Sache, eine ganz bestimmte Sache hier einfach mehr Zeit braucht. Gleichzeitig sehe ich aber auch die Stabilität da drin. Genau das ist der Punkt mit Geduld. Wenn wir den Dingen Zeit geben, werden sie umso stabiler, umso sicherer. Das ist genauso wie wenn du lernst einen Menschen kennen. Desto mehr Zeit du dir nimmst, diesen Menschen kennenzulernen, desto stabiler kann diese Beziehung werden. Ja, weil du kannst wirklich schauen, kann ich dieser Person vertrauen? Ja, ist das auf einem festen Fundament? Ist das was? Das wirst du nicht innerhalb von ein paar Wochen wissen. Ja, deswegen Zeit spielt dir hier in deine Karten, in deine Hände. Wenn du etwas Stabiles haben willst, wenn du etwas Sicheres haben willst, ob es ein Beruf ist, ein guter Job, ob es eine gute Beziehung ist oder sonst was, dann wirst du den Dingen Zeit geben müssen. Und du rechnest nicht damit, dass hier vielleicht sogar ein stabiles Fundament gerade gebaut wird. Eine Sicherheit findet gerade hier statt. Eine Absicherung findet hier gerade statt. Vielleicht glaubst du, dass die Situation sehr unsicher ist und du erwartest gar nicht, dass das eigentlich hier sehr sicher ist. Also, dass das eine sichere Sache ist, dass das eine stabile Sache ist, auf der du bauen kannst. Du musst den Dingen einfach nur die Zeit für das Wachstum geben. Was ich hier auch sehe, das Finanzielle. Es könnte sehr gut sein, dass du nicht damit rechnest, dass eine Angelegenheit sich langfristig gesehen bezahlt macht, auszahlt, dass sie dir Sicherheit bietet auf längere Sicht. Ja, schauen wir mal, wohin führen dich die Ereignisse in diesem Monat. Der Ritter der Stäbe. Und das ist genau das, was das komplette Gegenteil ist. Der Ritter der Stäbe ist Schnelligkeit, ganz, ganz schnelles Wachstum. Das ist
auf einmal gehen die Dinge ganz zackig. Eine Sache, die ich hier sehe, ist, dass es könnte sehr gut sein, dass dich die Sache einfach ungeduldig machen wird. Ja, also dass du merkst, hey, okay, ich muss hier anscheinend doch länger warten als gedacht, weil hier noch was wachsen muss, weil hier noch irgendwie was sicher werden muss. Ich möchte aber gerne schneller. Also du merkst, wie du immer ungeduldiger wirst, desto länger das Ganze dauert. Aber ich sehe eher mit dem Ritter der Münzen und der Herrscherin, dass das genau richtig ist, wenn das noch eine Zeit lang braucht. Also so schnell sollte das hier auch nicht gehen, weil das hier anscheinend eine wichtige Sache ist, wo es vielleicht auch wirklich sehr stark um Stabilität, Sicherheit geht und um Fülle auch. Ne? Also dass sich hier wirklich auch etwas anhäuft, ja, sei es jetzt das Geld oder sei es, dass hier ein Projekt auch immer wieder weiterentwickelt werden kann. Ich sehe, du wirst ungeduldig. Ja, du möchtest, dass es schneller geht. Du möchtest, dass einfach alles zackiger geht. Aber gleichzeitig sehe ich auch, wenn du das im richtigen Tempo machst und dass du den Dingen Zeit gibst, sich zur passenden Zeit zu entfalten, dass dann ab einem bestimmten Punkt die Dinge auf einmal ganz schnell gehen. Ja, ab einem ganz bestimmten Punkt werden die Dinge ganz schnell gehen. Und dann entfaltet sich das auch super, super schnell. Ja, dann findet hier sehr viel Bewegung statt, sehr viel Action, es passiert ganz viel. Aber ich glaube, das muss sich hier noch entfalten. Also ich glaube, ihr seid hier noch nicht. Ihr seid hier noch nicht. Ihr müsst euch erstmal jetzt damit konfrontiert sehen, dass die Dinge hier einfach Zeit brauchen. Und ab einem gewissen Punkt sehe ich dann, dass es auch super schnell gehen wird. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir hier noch haben. Es ist heute so ein komischer Tag. Dann scheint die Sonne, dann ist es wieder dunkel und ich weiß nicht, wie ich hier die Jalousien einstellen soll, dass es nicht zu hell ist und nicht zu dunkel. Also sorry, wenn das hier mal zu dunkel wird, dann wieder zu hell. So, was haben wir denn hier noch an Infos für die Skorpione im April? Ja, die Reinheit, Purification, also hier wird was sauber gemacht, hier wird etwas bereinigt. Ich glaube auch, dass gerade deshalb dann auch einfach die Zeit gebraucht wird, vielleicht um hier Ordnung zu schaffen, weil die 10 der Stäbe, das ist ganz schön viel auf einmal. Das ist so, hier bitteschön, hier hast du den ganzen Haufen an Arbeit, an Aufgaben, die dir das Universum gibt und du denkst so, oh, ich breche hier so unter der Last zusammen. Vielleicht musst du erstmal so eine Bestandsaufnahme machen und gucken, was schlepp ich hier eigentlich mit mir rum? Ja, was kann ich jetzt vielleicht mal abgeben? Was kann ich loslassen? Was kann ich wegschmeißen? Was sollte ich mir nochmal angucken? Woran sollte ich hier noch arbeiten? Welchen Dingen gebe ich hier noch eine Chance? Und welche Dinge kann ich hier getrost wegpacken? Ja, also du wirst jetzt eine Sache bereinigen müssen, deine Situation bereinigen müssen. Alles, was nicht mehr passt, willst du hier auch nicht mehr mit dir rumschleppen. Weil das bremst dich nur aus, das ist nochmal so eine Sache. Und es ist auch nicht wert, dass alles hier Beachtung finden muss. Gerade wenn es hier um Stabilität, Sicherheit geht und um Wachstum auf längerfristige Sicht, warum willst du allem da die Chance geben, dass daraus irgendwie mehr wird oder was auch immer? Manche Dinge passen dann vielleicht nicht zu dir oder manche Dinge sind es vielleicht auch einfach dann für dich nicht wert, warum auch immer. Deswegen soll das Ganze hier noch bereinigt werden. Jetzt habe ich die falschen Karten genommen, so diese hier wollte ich jetzt noch nehmen, genau. So, dann hätte ich gerne noch eine Info für die Skorpione. Dankeschön, wir haben gönn dir eine Pause, genau. Also 10 der Stäbe, mach mal langsamer. Mach mal langsamer, ja, also auf jeden Fall, gönn dir mal eine Pause, ich glaube, du hast hier schon genug Stress. Mach mal einfach jetzt eine Pause, lass die Dinge jetzt auch einfach, gib den Dingen einfach mal Zeit, dass sie sich entfalten können und zur richtigen Zeit werden die Dinge hier dann auch super schnell gehen, das wirst du dann auch sehen. So, welche Göttin begleitet dich in diesem Monat? Welche Göttin begleitet meine Skorpione? Die Vergangenheit, ja, ich glaube wirklich, ihr müsst hier einiges aus der Vergangenheit bereinigen.
ihr schleppt hier noch so Sachen mit euch rum, die nehmen euch nur Energie, die rauben euch Energie, die rauben euch Ressourcen, Zeit, Geld, Geduld, Nerven, Platz. Also hier wird einiges auf dich zukommen, wo du jetzt sagst, so, jetzt reicht's. Ich habe genug mit mir rumgeschleppt. Wir lassen jetzt mal ein paar Sachen einfach Vergangenheit sein und wir schließen damit wirklich ab. Und dafür muss man wirklich eine Bestandsaufnahme machen. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr ausmistet. Und ihr schaut euch zum Beispiel euren Kleiderschrank. Ihr mistet den aus. Und ihr werdet ja auch bei gewissen Dingen, die vielleicht schon ganz lange da hängen, die ganz alt sind, die aus der Vergangenheit kommen. Bei manchen Sachen geht das ganz schnell. Da merkt man, boah, ist das hässlich, weg damit. Das kann sofort weggeworfen werden. Aber manchmal gibt es Dinge, da hängt man aus irgendeinem Grund noch dran, weil sie einem irgendetwas bedeuten. Und dann schaut man sich das an. Aber dann muss man genauer hingucken. Dann kann man nicht sofort schnell entscheiden, schmeiße ich weg oder behalte ich. Weil wenn du dieses olle Ding da behältst und das ist nicht mehr gut für dich, das nimmt nur Platz weg im Schrank, dann musst du es dir einmal genau anschauen. Dann ziehst du es vielleicht mal an. Du guckst dir den Stoff an. Ist der überhaupt noch heile? Passt es mir überhaupt noch? Fühle ich mich überhaupt noch wohl darin, wenn ich das anziehe? Riecht das überhaupt noch gut, ja? Also irgendwie, vielleicht ist es einfach nur noch muffig und alt und du denkst dir, mein Gott, passen tut es auch nicht mehr, Löcher hat es auch. Ich hänge zwar irgendwie dran, aber ganz ehrlich, jetzt, nachdem ich das mal anprobiert habe, wo ich mal geguckt habe, wie fühle ich mich damit, wenn ich das anziehe, wie sieht das überhaupt aus, da habe ich gemerkt, will ich einfach nicht mehr behalten. Ja, dann musstest du halt einfach mal den Schritt gehen und dir das Ding mal genauer angucken. Diesen alten Lappen da, was auch immer das ist, ja. Da musstest du dir das einfach mal genauer angucken, um dann zu entscheiden und zu sagen, ich will das wirklich nicht mehr haben. Und dann ist es auch leichter, das loszulassen. Versteht ihr, was ich meine? Und genauso ist das mit unserem emotionalen Ballast. Genauso ist das mit irgendwelchen alten Beziehungen, wo wir noch dran hängen. Alte Freundschaften, die vielleicht toxisch sind, die gar nicht mehr zu uns passen, die überhaupt nicht mehr gut für uns sind. Ja, deswegen guckt mal, probiert es mal an, schaut es euch genau an und dann entscheidet. Und dann sagt ihr, ach nee, ich fühle mich nicht wohl, ist nicht meins, ich passe da nicht mehr rein. Ja, genau so ist das, genau so. So, dann schauen wir mal. Ein Krafttier, das dich diesen Monat begleitet. Koala, der Allgeist, hat einen Plan. Also alles läuft ja auch nach Plan. Es hat auch einen bestimmten Grund, warum du hier vielleicht auch dann wirst warten müssen, bis bestimmte Dinge sich entwickeln. Es hat einen bestimmten Grund, warum du eine Zeit lang am Durchhängen warst, so wie der Gehängte hier, ja, wo die Dinge einfach nicht vorangegangen sind. Das hat einen bestimmten Grund. Und es hat auch einen Grund, warum es dann einen Punkt gibt, wo einfach alles zu viel ist oder wo auf einmal alles ganz schnell geht. Das hat alles, das gehört alles mit zum Plan. Das hat alles einen Grund. Das ist alles dieses göttliche Timing. Weil warum sollte alles perfekt laufen und immer gleichbleibend? So läuft es doch auch nicht in der Natur, ja. Mal blüht gar nichts, dann auf einmal sprießt alles nur so raus, dann gibt es mal einen Frost, dann ist wieder alles tot, dann regeneriert sich wieder alles in der Natur. Also genau so ist es auch bei uns Menschen. Wir sind auch den Gesetzen dieser Natur unterworfen. Ja, okay, meine lieben Skorpione, das war's auch schon. Das war eure Legung für den Monat April. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schau dazu mal gerne auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Kanal unterstützt, indem du ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Video.